Mein Name ist Andreas Mattes, ich bin der Geschäftsführer der Myrotech GmbH aus Ilmenau in Thüringen. Wir haben uns spezialisiert auf die Produktentwicklung von Automationslösungen im Serienbereich gemeinsam mit der Firma KUKA. Mit dem Myroflex Easy haben wir eine Applikation geschaffen, die für den Einstieg in die Automation hervorragend geeignet ist. Wir haben hier ein High-End-Cobot kombiniert mit einer kostengünstigen, hochflexiblen Automationslösung. Und unsere Idee war, für die Neueinsteiger der Automation eine günstige Alternative zu großen Anlagen zu entwickeln. Mein Name ist Johannes Lanter, ich bin Produktarchitekt in der Automation Software Factory bei KUKA. Wir als Produktarchitekten sind für das Zusammenspiel der einzelnen Produkte und Funktionen innerhalb des gesamten Robotersystems zuständig. Der ABR Easy 11 zeichnet sich durch eine höhere Traglast und höhere Reichweite aus mit 1300 mm, wird hauptsächlich für Pick-and-Place und Handlings-Applikationen verwendet. Darüber hinaus sind höhere Prozesskräfte möglich, wird vor allem in Montageapplikationen gebraucht. Dann haben wir eine IP54-Schutzklasse, was rauere Umgebungsbedingungen zulässt. Und mit der 6- und 8-Kilogramm-Variante wird die ABR Easy-Familie auf 5 Mitglieder erweitert. In der Applikation, die wir hier sehen, B- und Entladen von der Werkzeugmaschine, halten wir jetzt den ABR Easy mit der 11-Kilo-Variante prädestiniert. Gerade für die Einstiegsvariante, kleine Losgrößen, kleine Gewichte, gute Reichweite, schnelle Taktzeiten und das einfache Einteachen. Intuitiv wie ein Smartphone war unsere große Maßgabe bei dem Design und Konzeption der Nutzeroberfläche von IQKOS. Wo das nicht ohne weiteres möglich ist, unterstützen wir mit Tutorials auf dem Smartpad, im Getting Started-Bereich von MyKUKA und in der Wissensdatenbank von Expert. Darüber hinaus bieten wir Trainings an im KUKA College vor Ort, beim Kunden oder eben online. Die No-Code-Programmierung ermöglicht, per Drag-and-Drop Knoten in eine Baumstruktur zu ziehen und somit entsteht ein Roboterprogramm, ohne dass der Kunde eine Programmiersprache beherrscht. Somit ist es für einen Beginner in der Robotik ohne weiteres möglich, hier sehr schnell zu ersten Erfolgen zu kommen. Das Innovative an der Applikation Myroflex Easy ist eigentlich das komplette Fernbleiben von Schutzeinhausungen. Wir arbeiten hier mit einem Radarschutzfeld, das jeglichen Zutritt in die Gefahrenzone erkennt und den Roboter sofort stillsetzt. Und somit eine mechanische Schutzeinrichtung nicht mehr notwendig ist, die auch bei Cobots Vorschrift sind, weil auch Cobots scharfe und gefährliche Gegenstände transportieren können. Bei der Entwicklung von Myroflex Easy haben wir, wie der Name schon sagt, auf die Flexibilität großen Wert gelegt und durch unser Nullpunktspannsystem kann ich diese Applikation an beliebig vielen Maschinen einsetzen, ohne einen großen Teach-Aufwand zu haben. Bestellen kann man den Myroflex Easy mit dem LBR Easy bei uns direkt, bei der Myrotech oder eben auch auf dem neuen Ökosystem von KUKA, was ziemlich praktisch ist, weil dort nicht nur wir natürlich, sondern eben auch andere zertifizierte Partner drauf sind, die perfekt mit den KUKA-Produkten harmonieren. Das Ökosystem Robotic Republic ermöglicht hier dem Kunden eine Auswahl zu treffen an kompatiblen Hard- und Softwaren, um sich Zeit zu sparen und das Risiko bei der Integration rauszunehmen. Der Quick Setup Guide unterstützt bei der mechanischen und elektrischen Installation und die von den Partnern programmierten IQKA Toolboxen, auch besser bekannt als Apps, unterstützen bei der Softwareinbetriebnahme. Die Vielfalt von Myroflex Easy ist dahingehend nochmal zu erwähnen, dass sich die Bereitstellung der Materialien zum Beispiel mit dem KMP 600 oder mit dem neuen KMP 1500 realisieren kann. Ich habe hier höhenverstellbare Gabeln, die eben adaptiv an die AGV-Serie von KUKA passt. Wir wollen eben durch die Flexibilitäten hier ein Produkt erschaffen, was eben neue Bereiche erobern kann. Montage, Bestückung von Bauteilen, Messzellen. Ja, deswegen ist der Markt, den wir anstreben, ziemlich breit gefächert. Industrial Intelligence.